Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Wochenausblick von DAX Profits. Ja, kommen wir gleich zum DAX. Sie sehen, noch ist dieses Konsolidierungsmuster der letzten, ja, Monate, kann man schon sagen, noch intakt. Allerdings befinden wir uns jetzt im unteren Bereich dieses Musters auf dieser Unterstützungslinie, auf dieser grünen, knapp über 7000 Punkten. Und jetzt wird es allmählich Zeit, dass der DAX sich wieder nach oben abstößt. Denn wenn er das nicht tut, würde dieses Konsolidierungsmuster regelwidrig nach unten gebrochen. Damit wäre es hinfällig und wir hätten ein starkes Verkaufssignal. Nächste Unterstützung liegt dann bei 6800, die übernächste bei 6600 Punkten. Und ich wäre mir in dem Fall nicht so sicher, dass diese Unterstützung halten. Speziell wenn die 6600 bricht, sieht es erstmal sehr düster aus. Dann könnten wir im Extrem in einem schnellen, crashartigen Abverkauf bis in den unteren 5000er Bereich fallen, so ähnlich wie das im August 2011 der Fall war. Stichwort damals Budgetobergrenze. Dasselbe Problem haben wir jetzt wieder. Jetzt heißt das Ganze fiskalische Klippe in den USA. Der Anlass wäre also der gleiche. Schauen wir mal, ob die Wirkung auch die gleiche sein wird. Ich gehe allerdings eher nicht davon aus. Also, bleibt festzuhalten, dieser Aufwärtstrendkanal vom Sommer wurde schon vor einigen Wochen gebrochen. Dieser recht optimistische Ausbruchsversuch nach oben zum Monatswechsel Oktober-November ist daraufhin gescheitert. Wir sind wieder deutlich eingebrochen und jetzt drauf und dran, dieses Konsolidierungsmuster zu negieren und nach unten zu verlassen, damit Verkaufsdruck aufzubauen. Das ist die negative Seite. Neutral sind bisher noch die Indikatoren. Die sind noch nicht im stark überverkauften Bereich angekommen, aber auch nicht mehr so überkauft, wie das vor einigen Wochen noch der Fall war. Was dem DAX helfen wird, ist dann eher die doch deutlich wieder abgekühlte Stimmung. Die eigentliche Hilfe muss allerdings vom US-Markt kommen und da schauen wir uns mal den S&P 500 an. Das ist der Stundenchart über die letzten Monate und Sie sehen diese Schulter-Kopf-Schulterformation mit einer übrigens recht kümmerlichen rechten Schulter, was für große Schwäche spricht. Die ist vollendet. Seit letzter Woche. Wir haben dann anschließend einen nicht gerade unerwarteten, relativ starken Kurseinbruch gesehen, der sich jetzt munter fortsetzt. Im Tageschart über die letzten 2 Jahre sieht das Ganze noch verheerender aus. Da haben wir hier so ein steigendes Keilmuster. Das ist ein potenzielles Abschlussmuster. Dazu sehen Sie hier noch die Nackenlinie dieser mehrmonatigen Umkehrformation, so wie wir das in 2011 hatten und im Frühjahr 2012 auch. Danach ging es erstmal eine ganze Weile abwärts. Zusätzlich ist, wie gesagt, diese Aufwärtstrendlinie, diese einjährige Aufwärtstrendlinie gebrochen worden. Das ist aus technischer Sicht sehr negativ zu werten, ebenso dieses kurze Überschießen über diese Keiloberkante. Hier kann man von einer finalen Übertreibungsphase sprechen im September, die sich jetzt rächt mit dieser postwendenden Trendwende. Was dem Index helfen könnte auf dem momentanen Niveau, ist die Tatsache, dass die Indikatoren bereits wieder ein Niveau erreicht haben, was so stark überverkauft ist, dass es in der Vergangenheit öfters zu Trendwenden nach oben geführt hat. Schauen Sie sich mal den RSI-Indikator an. Im Sommer 2011, als er das stark überverkaufte Niveau erreichte, das er jetzt auch wieder erreicht, war die Bodenbildung nicht weit. Es gab noch mal ein marginal tieferes Tief. Dann war der Boden aber drin und es ging munter wieder aufwärts. Im Frühjahr 2012 ähnliches Bild. Überverkauftes Niveau erreicht.
danach noch ein marginal tieferes Tief und dann ging es munter wieder aufwärts. So, wenn sich dieses Kursverhalten wiederholen sollte, werden wir in Kürze eine Reaktion, eine ziemlich kräftige Reaktion nach oben sehen, mindestens bis an die 200-Tage-Linie und danach ein Tief, was unter dem zuvor gebildeten Tief liegt und danach eine erneut starke Aufwärtsreaktion. Wenn das genauso kommen sollte, und da erwarte ich maximal Kurse um 1325 Punkte, also etwa 2-3% tiefer als jetzt, dann können Sie davon ausgehen, dass hier eine Bodenbildung läuft. Ganz hilfreich wäre es dann, sich hier eine Abwärtstrendlinie in den Indikator einzuzeichnen und zu schauen, ob der Indikator diese Abwärtstrendlinie bricht, denn der wird dem Markt in seinen Bewegungen wahrscheinlich vorauslaufen. Ähnliches Bild beim MACD-Indikator. Sie sehen diese grüne Linie, ich habe es mal hier gestrichelt eingezeichnet. Das ist ein Niveau, wo der Indikator häufig nach oben abgedreht ist. Unter anderem war das Tief vom Frühjahr auf diesem Niveau. Und wenn wir jetzt hier ein ähnliches Indikatorverhalten sehen sollten und es hier zu einem Kaufsignal käme in den kommenden Tagen, dann kann man mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass hier eine Bodenbildung läuft. Diese wird allerdings mehrere Wochen dauern. Das wird nicht einfach so in einem Ruck geschehen. So, wir haben also eine negative Entwicklung. Das ist die reine Preisentwicklung mit einer gebrochenen Aufwärtstrendlinie, einer gebrochenen 200-Tage-Linie und mit gerade in den letzten Tagen noch ziemlich starkem Verkaufsdruck. Wir haben allerdings auch eine positive Entwicklung. Das sind die Indikatoren, die bereits wieder ein recht stark überverkauftes Niveau erreicht haben, was eine zumindest eine Zwischenerholung, vielleicht sogar eine Trendwende nach oben wieder wahrscheinlicher macht. Allerdings wird ein solcher Prozess mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Und deshalb ist es wichtig zu schauen, ob dieser Prozess wirklich zustande kommt oder ob die Kurse einfach munter weiterfallen. Das wäre auf dem gegenwärtigen Niveau ein sehr schlechtes Zeichen, ein Zeichen großer Schwäche, ein Zeichen, dass der Markt gar nicht nach oben möchte. Deshalb greifen Sie bitte nicht einfach so ins fallende Messer und kaufen blind, sondern warten Sie erst ab, ob der Markt sich berappelt und tatsächlich einen Boden auf dem momentanen Niveau bilden kann. Wenn er das nämlich nicht kann, dann steht dem S&P 500 ein Kursrutsch von etwa 20%, vielleicht auch 25% bevor, bis in den unteren 1100er, vielleicht sogar 1000er Bereich. Die Tiefs, Jahrestiefs aus 2011 werden dann getestet werden. Das kann auch ziemlich schnell passieren in einem panikartigen Ausverkauf. Panik fehlt uns bisher völlig. Das ist auch wiederum ein Wermutstropfen. Es handelt sich bis jetzt um einen eher geordneten Rückzug mit relativ niedriger Volatilität. Das typische panische Ausverkaufstief fehlt bisher und auch deshalb von mir die Warnung, hier ins fallende Messer reinzugreifen. Schauen wir uns mal die Volatilität an. Die finde ich momentan sehr interessant. Das sind die letzten Jahre im Tageschart, das Ganze sehr unübersichtlich. Ich zeige Ihnen nur mal das grundsätzliche Prinzip. Wenn die Volatilität fällt, dann steigen Aktien meistens. Wenn sie steigt, was häufig sehr steil und explosionsartig passiert, dann fallen Aktien. Sie sehen das hier 2008 mit diesem unheimlich großen Volatilitätsanstieg und diesem Crash am Aktienmarkt. Hier oben ist der S&P 500 mal zum Vergleich drangehängt. Ja, dann hatten wir mehrere kleinere Crashs in 2010 und 2011 mit steilen Volatilitätsanstiegen. Wichtig ist es allerdings, dass die Volatilität seit 2008 schrittweise immer weiter zurückgeht, unterbrochen von kurzen steilen Zwischenanstiegen. Und dass die Volatilität seit Sommer 2011
sich in einem intakten Abwärtstrend bewegt. Und an diesen intakten Abwärtstrend sind wir vor kurzem angestoßen. Seitdem befindet sich die Volatilität auf dem Rückzug. So, wir zoomen jetzt mal in diesen Chart hinein. Ich zeige Ihnen mal nur diesen Abschnitt hier. Die letzten 1,5 Jahre. Um Ihnen das Ganze mal etwas genauer zu zeigen. Sie sehen hier diesen intakten Abwärtstrend seit den Sommercrashs. In der Volatilität ging es schrittweise bergab, mit den Kursen schrittweise bergauf. Und immer dann, wenn die Volatilität auf dieser grünen Unterstützungslinie aufgesetzt ist, haben Aktien eine obere Wende ausgebildet, sind in eine Korrektur übergegangen. Das war im Frühjahr 2012 so. Und das war jetzt im Spätsommer 2012 ebenfalls wieder so. Leicht verspätet, kann man sagen. Es gab hier zwei Aufsetzer auf diese grüne Linie. Ich hatte das, glaube ich, in einer früheren Ausgabe schon mal gezeigt, dass ich hier eine Korrektur am Aktienmarkt erwarte, wenn diese grüne Unterstützungslinie erfolgreich getestet wird vom Volatilitätsindex. Das Ganze ist genauso gekommen. So, die Korrektur ist da. Jetzt haben wir allerdings wieder ein Antippen an diese Abwärtstrendlinie und jedes Mal, wenn das passiert ist, haben wir einen Boden am Aktienmarkt gesehen. Das war im Herbst 2011 so, das war im Juni 2012 so und das könnte jetzt im November 2012 wieder so sein. Es sei denn, die Volatilität bricht in den kommenden Tagen steil nach oben aus und knackt diese Abwärtstrendlinie. Dann müssen wir das Erholungsszenario, das Bodenbildungsszenario am Aktienmarkt direkt über den Haufen werfen und werden wahrscheinlich einen Crash à la August 2011 sehen. Dann haben wir hier einen steilen Volatilitätsanstieg zu erwarten, einen Ausbruch über diese über einjährige Abwärtstrendlinie und dann sehen wir hier tatsächlich einen Einbruch von etwa 20% beim S&P 500. Die Bedingung ist allerdings ein Bruch dieser Abwärtstrendlinie. Bisher haben wir diesen Bruch nicht gesehen. Im Gegenteil, die Volatilität ist seit September nur sehr schwach angestiegen und im ganzen November bewegt sie sich bisher seitwärts. Und das, obwohl der S&P 500 im November ziemlich deutlich eingebrochen ist. Das ist wiederum eher ein Indiz dafür, dass sich keine Panik einstellen will und dass wir wahrscheinlich auch keine Panik mehr sehen werden, sondern eher wieder einen Volatilitätsrückgang und einen Rückfall auf diese grüne Linie, was dann die nächste Korrekturrunde am Aktienmarkt nach einer Zwischenerholung bringen würde. Also solange die Volatilität zwischen diesen beiden Linien gefangen ist, werden wir eher kleine Bewegungen sehen. Uns wird eher seitwärts gehen und irgendwann wird sich der Volatilitätsindex mal entscheiden müssen, ob er nach oben oder nach unten möchte. Und das hat dann entsprechende Auswirkungen auf den Aktienmarkt, der sich dann mittelfristig in die Gegenrichtung bewegen wird. Das heißt, sehen wir jetzt in den kommenden Wochen einen Volatilitätsrückgang, dann werden wir wahrscheinlich wieder eine Zwischenerholung, eine kleine Rallye sehen. Sehen wir einen Bruch dieser Abwärtstrendlinie beim Volatilitätsindex, dann sehen wir wahrscheinlich einen Crash am Aktienmarkt. Und wenn es nur ein kurzer ist. Der Schlüssel für die Prognose des Aktienmarktes liegt also momentan beim Volatilitätsindex. Und deshalb schaue ich mir den auch in den kommenden Wochen wieder sehr genau an, wahrscheinlich auch in der nächsten Ausgabe. Da ist damit zu rechnen, dass wir dann hier ein handfestes Muster vorliegen haben, vielleicht sogar einen Ausbruch in die eine oder andere Richtung. So, mit diesen etwas gemischten Aussichten möchte ich mich für diesmal von Ihnen verabschieden. Wünsche Ihnen eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal, Ihr Henrik Vogt.